Leute, Sieden hier am Start und willkommen zu einem neuen Black Clover Video und damit nicht zu meiner Review vom neuen Kapitel, denn diese Woche ist Pause. Das bedeutet, wir haben hier jetzt erstmal keinen Fortschritt, also nichts Neues, was großartig passiert. Ich dachte mir aber trotzdem, dass ich was zu Black Clover mache, um die Wartezeit ein bisschen zu verkürzen. Wir sprechen heute über den Protagonisten, über Asta. Wir werden heute ein bisschen auf den Charakter eingehen und ich möchte so ein bisschen sein Standing in der Serie durchgehen, was den aktuellen Arc betrifft. Das heißt, das große Thema, was wir hier besprechen, ist Asta der stärkste Charakter von Black Clover aktuell? Und ich hatte das schon in einigen Streams immer mal wieder thematisiert, so nebenbei, weil natürlich die Frage immer wieder aufkommt, hat er halt den Abstand zu Yuno wieder gewinnen können? Geht er Richtung Vize-Anführer der Black Bulls? Könnte er vielleicht Anführer der Black Bulls werden? Wie lange bräuchte er theoretisch noch, um kräftetechnisch auf dem Niveau eines König der Magiers zu sein? Diese ganzen Fragestellungen gehen wir so ein bisschen durch und schauen mal, was uns Asta bisher in dem Arc schon so gezeigt hat. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Black Clover verpassen wollt. Und an dieser Stelle kann es losgehen mit dem Video und wir gehen rein in Asta No Homo. Bezogen auf den aktuellen Arc fange ich mal ab diesem Übergehen in das Spätkönigreich an. Das heißt, sobald sich hier alle Ordensführer dazu entschließen, eben rüber zu gehen und Yami und William zu retten. Hier haben wir eigentlich nur einen Moment von Asta sehen können, einen richtig aktiven Moment, und das war gegen den Fusionsteufel, der zumindest meiner Ansicht nach bisher auch schon so die stärkste Position eingenommen hat, weil das der einzige richtige Clifford-Teufel war, den wir zu Gesicht bekommen haben. Wir haben auch andere Gegner in diesem Arc natürlich bekommen, Dante 100%, Vanika 100%, Xenon 100%, bei Vanika haben wir dann später auch noch Magicula bekommen, die sich nur so halbmäßig manifestieren konnte. Und bei Xenons Kampf wurde er selber quasi zu einem Teufel, aber nicht auf Clifford Standard. Also zumindest wurde da nie großartig was erklärt, weswegen ich das so ein bisschen raushalte. Also ich würde schon behaupten, der stärkste Charakter von der Antagonistenseite aus, der selber einen Kampf bisher in diesem Arc bekommen hat, der selber aktiv was gemacht hat, war bisher, mit Ausnahme von Luciferos jetziger Form, der Fusionsteufel. Der Fusionsteufel, die ersten beiden Teufel, Lilith und Nama, die sich fusioniert haben, zu einer neuen Form, und Asta, der diesen Teufel bekämpft hatte. Und ich habe damals die Aussage getätigt, dass fast kein anderer Charakter sich diesem stellen könnte. Ey, wir haben selbst bei Nacht, einem der neuesten Charaktere, gesehen, dass der gar keine Chance gegen die beiden defusioniert hat, dementsprechend also auch nicht in der fusionierten Form, und Nacht sich quasi von Asta retten lässt. Also, Astas Union Mode ist hier sehr, sehr krass am Start. Die einzige Sache, die so ein bisschen dagegen spricht, ist halt das Time Limit. Das bedeutet, Asta kann aktuell nur 5 Minuten diese Form nutzen und braucht dann eine halbe Stunde Regenerationszeit, um wieder in diese Form reingehen zu können. Entweder wird Tabata bei diesem Time Limit immer bleiben, das heißt, es wird immer diese Bedingungen sein, vielleicht wird man das optimieren, dass Asta vielleicht irgendwann gar kein Zeitlimit mehr hat, vielleicht kann man die Zeit irgendwie versiegeln mit Sekris, Versiegelungsmagie oder so etwas. Also ich könnte mir da auf jeden Fall einiges vorstellen, wie man das noch weiter boosten kann, aber muss man einfach mal gucken. Aktuell hat Asta diesen Modus, diese Transformation nur einmal eingesetzt, und zwar gegen den mitunter gefährlichsten Gegner bisher in diesem Arc. Wie gesagt, abgesehen von dem jetzigen Gegner, Lucifero, der reinkommt, der sich so langsam über seine Formen manifestieren möchte. Wir haben jetzt so langsam wieder die Richtung, dass Asta in die Story reinkommen kann, und das, was uns so präsentiert wird, ist auch definitiv ein Unterschied zwischen Asta und den ganzen anderen Charakteren. Was ebenfalls natürlich immer so ein bisschen im Vordergrund ist, ist so dieses Yami-Ding, also dass Yami natürlich gerettet werden soll. Man stellt sich die Frage, kann man Yami töten? Bringt das Asta weiter nach vorne, auch allein schon von der Position her in dem Orden, also dass er irgendwie Vize-Anführer wird, wenn Nacht dann der nächste Anführer werden kann oder so etwas. Er hat natürlich auch das Katana von Yami.
und geht so ein bisschen auf die gleiche Weise damit um. Also ich finde, es wird so ein bisschen verdeutlicht, dass er so der nächste Yami sein kann oder so ein Mini-Yami ist mäßig. Oder er erinnert mich auch so ein bisschen an den jungen Yami, also Yami quasi in Asters Alter. So nach dem Motto, ich finde, man hat da auf jeden Fall so ein paar Referenzen. Könnte man natürlich bringen, da ist natürlich nur die Frage, ob Tabata das mit den Toten durchzieht. Theoretisch haben wir uns schon an eine Zeit gewöhnen können, wo Yami nicht in Black Clover auftaucht. William jetzt mal abseits davon, wir beziehen uns nur auf Yami, geht ja hier um Asters Weiterentwicklung. Wir haben uns an eine Zeit gewöhnen können, wo der nicht mehr am Start ist. Also ich glaube, der ist jetzt schon so seit ungefähr 50 Kapiteln nicht mehr präsent gewesen, außer das eine Flashback-Chapter, was wir zu Yami bekommen konnten, ist er bisher nicht aufgetaucht und ich würde auch sagen, dass Black Clover ohne einen Yami funktionieren kann. Der Tod von Yami könnte einige Türen öffnen, nicht nur für Asters Weiterentwicklung von seinem Charakter her, sondern auch was seine Position im Orden betrifft, aber es könnte auch Türen öffnen zum Worldbuilding, das bedeutet, man kann mehr über Yamis Ursprung herausfinden, dass man vielleicht zu seinem Kontinent gehen kann oder irgend so etwas in der Art, weil von Yami wissen wir relativ wenig. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Einblick in seine Backstory bekommen, wie er eben von den ganzen magischen Rittern aufgenommen wurde, von dem König der Magier und so weiter. Also wie er quasi angefangen hat als Magic Knight, aber wir wissen nichts über seine Heimat. Und da wurde immer nur mal so ein bisschen angeteasert. Ich denke, man kann da auf jeden Fall was bringen. Ich bin aktuell ein bisschen skeptisch, ob man das noch durchziehen würde. Theoretisch hat man mit dem Backstory-Chapter von Yami auf jeden Fall eine gute Grundlage schaffen können, weil man ja zeigen konnte, dass er den ganzen schwarzen Stier aufgebaut hat, aus welchen Motiven er das getan hatte, um selber einen Ort für sich zu finden, wo er hingehören kann. Er hat eine Gruppe von Leuten zusammen trommeln können, die alle so sind wie er selber und ich finde, das ist von der Message her auf jeden Fall sehr, sehr tiefgründig. Eine weitere Thematik, die ich mir für die nächsten Chapter auf jeden Fall vorstellen kann, ist natürlich, Asta ist jetzt am Mittelpunkt wieder nach einiger Zeit endlich wieder am Start mit dem Katana von Yami, dass er natürlich auch damit kämpfen kann, dass er die beiden rausschneiden kann aus dieser Lucifero-Form, aus dieser ersten großen Form, dass natürlich Lucifero wahrscheinlich auch mehrere Formen haben kann, je nachdem, wie weit sich die Etagen des Clifford-Baums noch öffnen können. Ich denke, das ist relativ offensichtlich. Ich denke nicht, dass es bei dieser Form von Lucifero bleiben wird. Wir befinden uns schon so ein bisschen im Endgame von diesem Arc. Also ich habe schon auf jeden Fall diese Position aktuell zu dem Black Clover Standing, aber ich denke, da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Mal gucken, vielleicht droppen die nicht unbedingt jeden Teufel, weil Asta schon beim ersten Clifford Teufel bei den ersten beiden gezeigt hat, dass er mit dem Union Mode auf jeden Fall nicht wirklich Probleme bei denen zu haben scheint. Ich denke, gegen Lucifero wäre es vielleicht was anderes, weil er eben der König von den Devils ist. Ich denke, da wäre es auf jeden Fall ausgeglichener, aber allein die Tatsache, dass wir alle anderen Charaktere bekommen haben, die alle jeweils ihre Techniken aufbauen konnten, um auf dieser Ebene mithalten zu können und Asta, der wiederum eine ganze Ecke weiter voraus ist, denke ich, dass er auch in der Lage sein kann, mit seiner jetzigen Kraft und mit den 5 Minuten des Union Modes Lucifero zu vernichten. Ich glaube, das ist schon möglich. Vielleicht geht er sogar in Yami über. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen, dass Asta hier keine andere Möglichkeit übrig bleibt, als gegen Yami selbst zu kämpfen, der eben von Lucifero übernommen wurde. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man erstmal so einen positiven Effekt erzielen möchte auf den Leser, dass man sagt, hey, Yami und William wurden gerettet. Und es geht allen gut, Lucifero hat keinen Antrieb für seine Form mehr, aber in Wirklichkeit hat er sich quasi in Yami manifestiert und dann müssen halt alle gegen Yami kämpfen. Oder Asta bleibt als einziger übrig und Asta tötet Yami dann mit seinem eigenen Katana, also dem Katana von Yami. Wir wissen, der König der Magier ist aktuell nicht mehr auf der Grundlage seiner ursprünglichen Stärke. Das bedeutet, selbst wenn er mit Damnatio, diesem Richtertypen, versucht, seine alte Form wiederzuerlangen, kann er das nur ein paar Sekunden aufrechterhalten. Bringt also für einen Kampf nicht wirklich was. Wenn man das ins Verhältnis stellt, im direkten Vergleich zu Astas Union Mode, würde ich definitiv sagen, dass alle anderen Charaktere
gegen Asta abstinken. Selbst Fuegoleon, Juno, Noel, die alle Spirit Dive bzw. Saint Stage erreichen können, womit sie einen Clifford-Teufel theoretisch verletzen könnten oder ein teuflisches Herz zumindest vernichten könnten. Aber Asta hat halt mit dem Union Mode ganz andere Möglichkeiten. Auch wie gesagt, wenn es nur 5 Minuten dauert, denke ich, dass er mit diesen Effekten seiner Fähigkeiten auf jeden Fall ganz vorne an der Spitze sein wird. Selbst Nacht, der der Vizeanführer der Black Bulls ist, konnte gar nichts ausrichten und Asta gefühlt one-shottet. Zum einen die beiden Teufel Lilith und Nama, zum anderen einen antiken Teufel, womit damals der erste König der Magier auch schon so ein bisschen seine Probleme hatte. Was das also betrifft, ist Asta definitiv der stärkste Charakter der gesamten Serie, abgesehen von Lucifero. Aber ich denke, Asta ist der einzige, der Lucifero vernichten könnte aufgrund seiner Fähigkeiten, aufgrund seiner Antimagie und seinem Union Modes. Von daher ist er meiner Ansicht nach auf jeden Fall zu Recht an dieser Spitze. Dann bin ich natürlich gespannt auf die nächsten Kapitel, was so passieren wird, ob Asta Lucifero schlachtet oder die Zeit dafür noch nicht gekommen ist. Lasst mir gerne eure Meinung zu Asta und zu diesem Arc unten in den Kommentaren da und natürlich einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr drüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!